In der Berliner Deutschlandhalle fanden die ersten deutschen Kriegsmeisterschaften im Geräteturnen statt. Nach langen Vorentscheidungen wurden aus vielen Tausenden von deutschen Turnern die 69 Besten ermittelt, von denen schließlich 12 zum Kampf um die Meisterwürde antraten und überragende Leistungen zeigten. Der Sieger, Kurt Krötsch. Wenn die Olympischen Spiele in Berlin bewiesen haben, dass die deutsche Turnkunst in der ganzen Welt unerreicht ist, so zeigten die ersten deutschen Kriegsmeisterschaften unserer Geräteturner, dass dieser Vorsprung trotz der schwierigen Zeitverhältnisse auch heute noch klar gehalten wird.